Wildnis schafft Wissen Spezial. Dann sind wir wieder unterwegs für einen Podcast Wildnis schafft Wissen Spezial rund um den Borkenkäfer. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass bei uns im ganzen Nationalparkgebiet rund 40 Personen zum Borkenkäfer suchen im Einsatz sind. Einer davon ist der Mario Schmidt, einer unserer Nationalparkwachtler, einer unserer Ranger. Guten Morgen, Mario, erst einmal. Ja, guten Morgen miteinander. Das ist für dich eigentlich eine ganz normale Uhrzeit, um zum Käfersucher aufzubrechen. Momentan gerade sind wir unterwegs unterhalb vom Rachel. Und auch das gehört hier zur Managementzone, wenn wir uns umschauen. Ja, fast schon ein wenig spät zum Käfersucher, weil der frühe Vogel fängt den Käfer. Also normal bin ich schon früher unterwegs. Und bei dieser Käfersuche hast du jetzt einen besonderen Fall entdeckt. Und zwar eine ganz seltene Spechtart, die sie hier quasi in der Managementzone ein neues Zuhause gesucht hat. Ja, genau. Sie haben da also ein Käferloch kontrolliert und haben schon bei so einem Specht Schrei gehört und haben dann einfach einmal gewartet, und wo es passiert. Und letztendlich habe ich dann einen 13-Specht gesehen. Habe festgestellt dann, dass da nicht gerade ein 13-Specht da ist, sondern dass auch das Weiberl da ist, also es waren beide. Und dass da einer dann den Bruthöhlenbaum gefunden, da wo er jetzt ganz frisch nistet und Brut hat. Wie kannst du das feststellen, dass die da drin brüten? Weil beide Spechte da permanent diesen Bruthöhlenbaum aufgeflogen haben und immer wieder Larven, also Nahrung, dahin transportiert haben. Und die haben das mit dem Fernglasl genau beobachten können. Und letztendlich, wenn man mit Abstand das beobachtet, dann hört man mittlerweile schon die kleinen Vögel, also Schrei, in dieser Bruthöhle drin. Also die Jungtiere, bestimmt auch schön mit anzuschauen, aber ob es nicht ganz so alltäglich ist, oder? Ja, ist höchst interessant, weil 13-Specht sieht man ja nicht so oft und eine Bruthöhle findet man eher selten. 13-Specht, was macht den so besonders? Das Besondere am 13-Specht ist, dass er eine Art ist, die wo nicht so oft vorkommt. Teilweise taucht er da auf, wo auch die Fichte ist und ist eben Natura 2000 Art, das was ja absolut wichtig ist, hier, vor allem jetzt auch hier in der Managementzone, weil wir ja schauen müssen, dass wir die Natura 2000 Maßnahmen einhalten. Er ist einer von 13 Vogelarten, die wir im Nationalpark haben, als Natura 2000 Art und aufgrund der Vogelschutzrichtlinie, und deswegen gehört da besonderer Augenmerk drauf. Und genau da kommt jetzt unser zweiter Begleiter heute ins Spiel. Und zwar ist bei der Nationalparkverwaltung zuständig für die Umsetzung dieser Natura 2000 Schutzmaßnahmen der liebe Jochen Linner. Ihr kennt ihn noch aus den Wildnisgeschichten, da bin ich mit ihm am Völkerstau aufgegangen. Erst einmal guten Morgen an dich. Ja, guten Morgen an alle. Ganz grundsätzlich erklärt, was ist Natura 2000? Ja, Natura 2000 ist ein großes Schutzgebietsnetz, das sich auf ganz Europa, also auf die ganze EU erstreckt. Wie das der Mario vorher schon gesagt gehabt hat, zudem gehören sowohl die Vogelschutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie als auch die Fauna, Flora, Habitat Schutzgebiete, also kurz FFH-Richtlinie. Und die zwei Richtlinien gemeinsam bilden dann das Natura 2000-Netz. Der 13-Specht fällt unter diese Richtlinie, also sprich, er fährt eine besondere Behandlung, hier auch in der Managementzone. Der Mario hat dich, glaube ich, gestern verständigt, dass er eben die 13-Spechte, die Bruthöhle da entdeckt hat. Und was machen wir jetzt heute genau? Ja, wir schauen uns jetzt heute die Höhle gemeinsam an und legen wir dann das weitere Vorgehen fest, weil es natürlich unsere Verpflichtung ist, diese Brut jetzt zum Schützen und zum Schauen, dass die jungen Vögel gut durchkommen und wir das gut kombinieren können mit unserer Borkenkäferaufarbeitung. Genau, denn es gibt dann einen besonderen Umstand, wenn eben Natura 2000 Arten in der Managementzone brüten, sich da ein Nest baut, haben wir jetzt in dem Fall die 13-Specht. Ja, genau, also muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen ausholen, das ist ja so, es geht bei diesen zwei Richtlinien darum, einen günstigen Erhaltungszustand von den Arten und von ihren Lebensräumen zu erhalten.
Und man darf jetzt nicht einfach irgendwelche Maßnahmen umsetzen, die diesen Erhaltungszustand gefährden würden. Das ist natürlich erst einmal in einem gewissen Widerspruch mit unserer Pflicht, dass wir mehr Borkenkäfer bekämpfen müssen. Und deswegen haben wir versucht, da eine vernünftige Lösung zu finden. Und wir haben uns die verschiedenen Schutzgüter angeschaut, die wir im Nationalpark haben und wie wir dann im Einzelfall mit der Borkenkäferbekämpfung eben umgehen können und welche Maßnahmen man wir umsetzen kann. Wie ist jetzt eigentlich im Fall der 13 Spechte, was sind jetzt dann, wenn wir den Nachweis quasi jetzt dann offiziell erbringen, was sind dann an Folgemaßnahmen dann erforderlich? Genau, man muss jetzt schauen, wo genau der Baum steht, wo außenrum die Käferbaum sind. Und jetzt mal ganz grundsätzlich geht man davon aus, dass man in so einem Umkreis von 100 Meter die Maßnahmen jetzt erst einmal ruhen lässt und da in dem Abschnitt pausiert. Und erst wenn die Jungvögel ausgeflogen sind und sicher sind, man in dem Bereich dann weiterarbeiten kann. Und der Mario kommt aber dann auch nochmal ins Spiel, weil er ist dann quasi unser Auge im Gelände, der dann natürlich genau im Blick hat, wie die 13 Spechte sich weiter verhalten und wann die quasi mit ihrer Brut fertig sind und wir wieder Borkenkäfer bekämpfen können. Genau, das ist ganz wichtig. Die Leute, die einfach im Gelände unterwegs sind, weil wir das natürlich nicht ein, zwei Leute von Grafenau aus steuern können, sondern da ist ganz wichtig, dass die Praktiker vor Ort da ein Auge drauf haben und sehen, wann es denn da dann mit den Maßnahmen wieder weitergehen kann. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine 13 Spechte gesehen, weil es eben so selten sind. Ich freue mich drauf, vielleicht sehen wir es ja heute. Und dann würde ich sagen, marschieren wir mal los, oder? Auf geht's. Gut. Mittlerweile sind alle ganz leise und bedächtig, je näher wir dem Brutbaum, dem möglichen, kommen. Ja, jetzt sind wir auf einer Fläche, da ist auf jeden Fall schon Borkenkäfermanagement betrieben worden. Und der Mario hat schon das Fernglas gezückt und schaut jetzt einmal. Na, da vorne dieser Fichten-Totholz-Stamm, der gerissene, da ist auf ungefähr 2,5 Meter ist dann dieser Höhleneingang. Da zwischen die Rindenlappen, ja, oder was? Ja, mhm. Okay. Da ist drinnen schon leicht weggefallen, da genau am Eingang. Und der Eingang, ich sehe mir da, dass er benutzt wird. Aber die lassen es jetzt von uns da nicht stören, weil wir jetzt so, wir stehen ja jetzt so 200 Meter weg ungefähr, glaube ich. Gell? Genau, also das tut ja normalerweise nichts. Ich schaue gerade, weil die Jungen schauen jetzt noch nicht raus. Weil wenn man jetzt noch gut dazu geht, dann darf man es eben schon hören, dass permanent Hunger haben und fordern. Nach Futter schreien und entsprechend dann die Elterntiere auch mit hoffentlich was im Schnabel ankommen. Ja. Was frisst jetzt ein 13-Specht eigentlich? Wieder was während die gefuttert? Du hast vorhin irgendwas verlarven gesagt. Ja. Also so rindenbrütende Insekten, die unter der Rinden sind, auch Bockkäfer, die wo ins Holz reingehen, was er da so erwischt. Deswegen ist das auch ganz typisch, dass er in dem Bereich ist, wo eben gerade frisch abgestorbene Bäume oder eben gerade frisch absterbende Bäume sind, weil da eben seine Nahrung ist und der zirkt er dann eigentlich auch immer so Stück für Stück ein wenig nach. Spechte, kann man glaube ich allgemein sagen, sind so kleine Profiteure vom Borkenkäfer oder generell von Totholz. Ja, gerade der 13-Specht, der eben im Nadelwald überwiegend lebt und sich von diesen rindenbrütenden Insekten ernährt, der ist ein totaler Profiteur. Der mag eben diese Nadelwälder, die ein bisschen durchbrochen sind, wo es ein wenig sonnig ist. Und genau das findet er ja in den Wäldern mit Borkenkäferbefall. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch die anderen Spechte von Totholz profitieren, weil da eben viel Leben drinsteckt, auch wenn es Totholz heißt, und da eben viel Nahrung finden oder das auch als Höhlenbäume dann nutzen. Wie oft kommt es dann eigentlich so vor, dass du dann mit unseren Ranger oder wer auch dann die Vögel auch immer entdeckt oder die Bruthöhlen oder auch vielleicht Nistmöglichkeiten von anderen Arten, wie oft musst du dann raus ins Gelände und dann solche Plätze überprüfen? Das ist tatsächlich der Sonderfall. Es hängt immer ein bisschen auch dran, wann der erste Borkenkäferschwärmflug ist. Je früher der stattfindet, desto eher kann es mal zu so Überschneidungen kommen. Bei den Spechten ist es eigentlich so, dass das interessant ist bis Ende Juli. Und wenn wir einen späten Schwärmflug haben, bis wir dann die Bäume tatsächlich finden und mit den Maßnahmen anfangen, dann ist das der erste Durchgang, der da interessant ist. Und später ist man dann eher aus der Brutzeit von den Spechten raus und hat diese Konflikte eigentlich gar nicht mehr.
Und dass das wirklich zusammentrifft, dieser Höhlenbaum oder dieser Nistplatz mit der aktuell notwendigen Borkenkäferbekämpfung, ist eigentlich der totale Sonderfall. Jetzt ist da. Jetzt ist tatsächlich gerade eins der Elterntiere an den Brutbaum geflogen. Das war das Mandel, oder? Das war das Mandel mit dem gelben Schopf um. Genau. Aha. Und schon ist er wieder weg. Jetzt sitzt er hinten an den nächsten Fichten. Also ohne Fernglas, ich sehe gar nichts. Möchtest du mal durch mein Gleisel durchschauen? Ah, sehr gern. Wie gesagt, dann sehe ich endlich einmal einen 3-10-Specht. Wenn er wieder kommt. Wenn er wieder kommt. Also geduldig muss man schon sein, gell? Ein bisschen Geduld muss man schon mitbringen. Aber man kann einen 3-10-Specht dann ganz schön wegkennen von den meisten anderen Spechtarten bei uns, weil der eben nicht rot ist wie viel von den anderen, sondern am Kopf um gelbe Federn hat. Also und eben namensgebend 3-10 hat. Ja, aber da muss man schon ein bisschen näher dran sein, dass man das erkennen kann. Aber dass die Bruthöhle jetzt auch so vergleichsweise weit unten ist, Mario, ist das nicht auch gefährlich für mögliche Räuber? Ja, ist schon irgendwie, also sieht man nicht so oft. Also normalerweise sind sie bei 4, 5, 6 Meter um. Deswegen, dass sie mehr Zeit haben, falls da eben so Räuber oder Prädatoren da haben. Das war jetzt so ein typischer Baummarder oder sowas? Ja, Marder ist da definitiv einer von denen, die da immer wieder mal nachschauen können. Und ansonsten halt auch Vogelarten, also wie Habicht, weil das natürlich immer der Übergang von in die Bruthöhle hinein und wieder herauszukommen, das ist natürlich eine Zeit, da wo er nicht seine Umgebung irgendwie anchecken kann. Und das machen sie halt dann auch Prädatoren zunutze. Wie gehst jetzt du weiter vor? Wie oft schaust du dann jetzt an der Bruthöhle nach? Wie kannst du auch feststellen, dass die Brut dann raus ist, dass die Jungtiere quasi erfolgreich ausgeflogen sind? Also ich lasse jetzt den auf alle Fälle mehr in Ruhe und kontrolliere jetzt dann weiterhin von Zeit zu Zeit Ausnahmen, ob ein neuer Borkenkäferbefall da ist. Und mir auf alle Fälle immer wieder mal herschaue und dann einfach mal abwarten. Und wenn die dann nicht mehr raus sind, dann gebe ich am Förster Bescheid und dann kann man eben das weitere Vorgehen besprechen. Und die Käferbekämpfungsmaßnahmen da weiter fortsetzen. Ja genau, also man weiß ja, dass die Nestlinge ungefähr 20, 25 Tage lang nur in der Höhle sind. Und dann kann man davon ausgehen, dass man jetzt wahrscheinlich so 10, 14 Tage Zeit hat und dann wird es wahrscheinlich irgendwie soweit sein. Und jetzt ist er wieder da. Jetzt, ja, ja, ja. Also die Schneeball schauen schon raus. Das war wie das Männchen, weil mit der gelben Kappe. Wunderbar. Tolle Spechtart. Schön, dass ich das heute erleben darf. Ich glaube, wir können zusammenfassen, der Nachweis, der 3-10-Specht-Brut ist hiermit erfolgt, oder Jochen? Auf alle Fälle. Drei Augenzeugen, glaube ich, reichen. Und damit die Spechte jetzt wieder ihre Ruhe haben, brechen wir jetzt auf und machen uns auf den Rückweg. Die Aufgabe von den Praktikern ist jetzt, dass das Ganze beobachten. Da haben sie jetzt ein wenig Zeit, weil sie ja noch relativ klar sind, die Jungen. Und müssen jetzt nicht ständig stören, sondern schauen jetzt einfach in 5 bis 10 Tagen wieder vorbei und beobachten, wann die Jungen ausfliegen. Und bis dahin herrscht in dem Bereich jetzt einfach einmal Hiebsruhe. Das ist jetzt kein großes Problem, weil die Käferbäume, die wir gefunden haben, frisch befallen sind. Das heißt, wir haben jetzt da auch 5, 6 Wochen auf alle Fälle nur Zeit, dass wir den Borkenkäfer vernünftig bekämpfen können. Und sobald die Jungen dann ausgeflogen sind und weg sind vom Nest, kann man die Borkenkäferbekämpfung da durchführen. Wir haben vorhin schon darüber geredet, eben speziell über Natura 2000, über FFH-Schutzgebiete. Es gibt im Alm-Nationalpark 13 Vogelarten, die quasi unter Natura 2000-Schutz fallen. Was sind jetzt da so klassische oder noch weitere bekannte Arten oder auch Lebensraumtypen, die im Rahmen dieser europaweit geltenden Richtlinien geschützt werden müssen? Auch hier im Nationalpark, natürlich auch außerhalb, aber eben auch hier im Nationalpark. Ja, wir haben ja ganz verschiedene Arten. Es sind die Vogelarten, wie wir schon gesagt gehabt haben. Es sind aber dann auch Säugetiere, wie der Luchs oder der Fischotter. Wir haben auch verschiedene Moosarten, die besonders geschützt sind. Oder ein Hochmoorlaufkäfer. Also es geht durch alle Artengruppen eigentlich durch. Und wir haben auch die Lebensraumtypen. Und die beziehen sich ja quasi auf die ganze Fläche vom Nationalpark oder auf
eine sehr große, über 18.000 Hektar sind aus Natura 2000 Lebensraum kartiert im Nationalpark. Und da muss man natürlich auch schauen, wie es mit der Borkenkäferbekämpfung ausschaut, ob man die Flächen befahren kann, also ganz regulär Borkenkäferbekämpfung machen kann, ob man vielleicht Hand entrinden muss oder aber ob es vielleicht sogar notwendig ist, mit einem Seilkran oder einem Hubschrauber zu kommen. Boah, das haben wir ja im vergangenen Jahr tatsächlich einen Fall gehabt, im Revier von Ingo Brauer, Scheuereck in der Richtung, da haben wir ja tatsächlich über Wochen einen Hubschrauber im Einsatz gehabt. Warum war das damals notwendig? Ja, das waren ganz sensible Böden, also Moorwälder mit sensiblen Böden, die man nicht befahren darf, weil man sonst Schäden macht und das erheblich beeinträchtigt. Und Hand entrinden ist ausgefallen, weil es einfach die Menge zu viel war. Das war sowohl vom Unfallschutz her als auch von praktischen Durchführung her einfach zu viel Holz gewesen, das da auf der Fläche liegen bleibt. Und darum haben wir uns dann entschlossen, dass man einen Teil von der Holzmenge dann mit dem Hubschrauber rausfliegt, um es in der richtigen Zeit dann entsprechend bearbeiten zu können. Man hört schon, also Borkenkäfermanagement in der Randzone bzw. in der Managementzone des Nationalparks kann schon ganz schön kompliziert sein, gell? Ja, da wird von unseren Dienststellenleitern einiges verlangt, dass wirklich im Blick haben, was für Arten kommen vor, in was für einem Lebensraum befinde ich mich und was ist dann im jeweiligen Fall die Maßnahme, die dann zum gewünschten Erfolg führt. Man sagt halt einfach auch, jetzt ist der Mario Schmidt von der Nationalparkwacht beteiligt, du bist beteiligt, unsere Förster sind beteiligt. Also man kann zusammenfassen, es ist eine große Teamleistung. Ja, auf alle Fälle. Und das macht es auch schön und spannend, dass wir einfach alle zusammenhelfen und schauen, dass wir den Borkenkäfer bekämpfen und auf der anderen Seite aber auch alles beachten, was in einem Natura 2000 Gebiet und im Nationalpark einfach auch wichtig ist, der Artenschutz und der Biotopschutz. Und das solche wunderschönen Arten, wie wir vorhin jetzt gerade den 13-Specht so schön beobachten haben können, auch in der Managementzone hier eine Möglichkeit haben, sogar ihre Brut aufzuziehen. Herzlichen Dank dir, Jochen. Das war auf jeden Fall eine super spannende, für mich total schöne Exkursion heute. 13-Specht das erste Mal gesehen. Schön, dass du mich mitgenommen hast. Ja, schön, dass du dabei warst. Wildnis Schaftwissen Spezial. Diese und weitere Folgen gibt es zum Nachhören auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.